Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Return to Monkey Island. Wir sind wieder auf dem Schiff, aber wir sind auf Monkey Island angelangt. Wir sollen jetzt hier versuchen, irgendwas Persönliches von einem Crewmitglied zu stehlen. Und ja, Chucks Lieblingsärzte sollen wir herausfinden, seine Titelmelodie und den Slogan. They've sealed it shut. Oh, sie haben es versiegelt. So many fond, greasy memories. Lass uns mal gucken, ob wir vielleicht schon nach oben kommen. You! Hi. You're not welcome on this ship, Threepwood. Okay, da kommen wir also auch nicht weiter. Was ist hier mit dem Viech? Okay, das ist jetzt weg. Der Tintenfisch, der hier war. Ja, wir müssen irgendwie da oben weiterkommen. Denke ich mal. Können wir da vielleicht wieder rein, wenn wir das irgendwie aufmachen? I can already tell I'm not going to be able to do that. So, nochmal nach unten. Thinking thoughts I really ought not. So, wir würden das ganz gerne haben. Wie kommen wir da nur ran? Ihn bedrohen geht auch nicht. Sot. Hier, willst du eine Snot? Schreibfeder haben, eine neue? Auch nicht. Hey. What do you want? Now that they're finished, would you show me your poems? What? So you can steal them? Oh, I don't think so. Ein paar Cracker? Auch nicht. I've got a friend who edits a paper. He might be interested in your poetry. That'd be fantastic. But I'm a little inconvenienced at the moment. You know, stuck on the rudder and all that. Maybe you could show my work to your editor friend? I'd be happy to do that. Also das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir ihm hier die Visitenkarte geben müssen. Let's just keep this a secret between us, if you don't mind. Mum's the word until they're announced. Sehr gut, Leute. Ja, so löst sich auch das Problem. Gut, dann können wir nämlich das Gedichtsband bei den Piraten abgeben. Die letzten beiden Schädel platzieren. Dann hätten wir das Instrument in Anführungszeichen ja schon mal fertig. Auf dem wir nachher diese Titelmelodie spielen sollen. So scheint es. Ich würde mir ganz kurz nochmal das Gedichtsband hier angucken. Wow, these are really bad poems. I see why Gullet was keeping them secret. Okay, sehr gut. So, wir gehen wieder zum Affenkopf. Remind me again, when we get rid of Threepwood? You have the memory of a gnat with a concussion. I'm just looking forward to it, that's all. Once we find the secret, you can have him. Ha! They won't get the chance. As soon as the map is visible... Hey, partner. Hallo. So. Ah, das ist unser Instrument. Okay, wir spießen auch die beiden Schädel hier auf. Damit hätten wir schon mal alle. Did you bring something secret from one of the crew? Ja. I did. Gullet was keeping this under wraps. Can you use it to make a disguise? Like chomping worms or colorful germs. I can see why someone would want to keep this a secret. It's drivel. It's perfect. Qui dolorem ipsi, quia dolor sit amet. Nisi utali qui fex sia come do consequat. Exceptor sint oce cat, quibidetat non proident.
Use the first poem to activate the disguise, and the last one to be yourself again. Fantastic, thanks. Keep us looped in on your progress. Yep, will do. Okay, lass uns das mal direkt ausprobieren. Like chomping worms or colorful germs, ideas fill my head. The poems flow as roses grow, creatively undead. That's cool. Enough for now. I don't want to waste all the magic power. My soul is black, I'm a brain fanatic. The stench is growing worse. I miss the me I used to be, before the zombies curse. Okay, das Ganze müssen wir dann vermutlich auf dem Schiff erstmal machen. In der Zwischenzeit. This can't be right. Isn't that a mop tree? I didn't realize you were on a mop quest. Not since my college days. And then I was just experimenting. That's not important right now. Someone messed up, and I think I know who. Wally! Wally? So Leute, wir müssten wieder auf das Schiff raufkommen. Wir testen das Ganze mal. So, wenn wir das damit benutzen? Ne, wir müssen es wahrscheinlich aufsagen. Like chomping worms. Okay, jetzt kommen wir nach oben. Permission to come aboard? Gullet. I thought we'd lost you. Ich spüre immer noch den Stich deines Messers. I'm still feeling the sting of your knife. I got the knife back, so you let me know if the feeling fades. Your voice sounds funny. Still a few quarts of seawater in the lungs, I guess. I guess. Anyway, welcome back to the ship. Do me a favor and guard this spot until the Chuck and Iron Rose get back. I've almost finished the piece I was working on, and I want to get back to it. Ich verspreche dir, dass ich dem meine volle Aufmerksamkeit... Nee, ich bin Gullet, warum solltest du mir das anvertrauen? It's me, Gullet. Why would you trust me with that? Because you know if you screw it up, I'll stab you again. Okay, wir schauen uns hier trotzdem um, sofern uns das möglich ist. Hey, Bob. Hey, Gullet, you smell cleaner than usual. Thanks. Kennst du zufällig LeChucks Slogan? Do you happen to know LeChuck's catchphrase? I'm trying to be more like him. Well, then you should change your catchphrase every few minutes. I have no idea how he keeps track. Weißt du zufällig, was LeChuck am liebsten isst? Do you happen to know LeChuck's favorite food? No, but Putra probably does, seeing as how she's the cook and all. Right. Hat LeChuck eine Titelmelodie? Does LeChuck have a theme song? I'm planning a surprise. Surprising LeChuck doesn't sound like a good idea, but he did say something recently about having a theme composed. I don't know if it was ever finished. Okay, alles klar. Das haben wir also alles. So, die Kanone ist weg, wir können mal nach oben klettern. Okay, er schläft. Das ist gut. Aber eine Quizkarte. Wie lange dauert es, zu Fuß nach Monkey Island zu gehen? 6 Minuten. Haben wir ja schon erledigt. Hey, I can see all the way to the giant monkey head. Madison, Lila and Trent are all talking. They look happy. Planning what to do when they're finished with me, no doubt. Well, I'll have the last laugh. Ha! These things get more sophisticated every year. I wouldn't want to wake him up. Okay, er möchte ihn nicht aufwecken. Dann hat es vielleicht auch einen Sinn, dass er schläft. Okay, klappt immer noch nicht. So, LeChuck könnten wir wieder rauslocken, wenn wir zweimal bimmeln. Wenn er denn überhaupt hier ist. I guess it's a good sign if they're not trying to leave. Gut, sprechen wir mal mit der Köchin. Gullet, you tough old slab of crocodile meat. Somehow I knew you'd make it back. Can I fix you something to eat?
Ich nehme das, was LeChuck hat. Well, whatever LeChuck's having. LeChuck's on the island, looking for the big secret. Du kochst für LeChuck. Hat er denn ein Lieblingsgericht? You cook for LeChuck. Does he have a favorite dish? Don't tease me by trying to take an interest. You've never had the slightest appreciation for my talents. You think I just sling hash? Du bist die beste Chefköchin, die ich je gekannt habe. You're the best chef I've ever known. Chef? You called me chef? In all the years you've known me, you've never done that before. I don't know what happened while you were overboard, but I like this change in you. What was it you wanted to know about? Sehr gut. LeChuck's Lieblingsessen. LeChuck's favorite food. Well, that's easy. Tentacles with daisy sauce. Yeah. Don't blame me. It's not my favorite food. Are we almost to the part about the triple cross? Not quite. Tentacles with daisy sauce. Ah, a classic. Okay, kannst du mir ein paar Tentakel mit Gänseblümchensoße machen? Can you make me some tentacles with daisy sauce? Sorry, I'm all out of the main ingredient. Was sagt LeChuck immer? Ist das eine Art Slogan? What's that thing LeChuck always says? It's sort of his catchphrase. You're a terrible cook, Putra. Well, I was thinking more of something he'd use in all kinds of situations. Then I've got no idea. Du kennst LeChucks Slogan wirklich nicht? You really don't know LeChuck's catchphrase? Nope. Kennst du zufällig die Titelmelodie? Do you happen to know LeChuck's theme song? I don't know. Flair's the composer. I think she's on deck duty right now. No. I mean, yes. Sure she is. Well, I've got work to do. Right. Okay, Tentakel bekommen wir dann vielleicht doch aus dem Meer unten. Müssen wir mal gucken, wie wir da rankommen. How's the score coming along? The music's done. I'm just decorating it now. Go back and guard the ship like I told you. How's the score coming along? The music's... Okay, da kommen wir auch nicht weiter. Okay, gehen wir mal in LeChucks Büro. Da ist ein Buch. It's LeChuck's personal diary. I wouldn't have pegged him as the type for self-reflection. Nehmen wir natürlich mit. 24. Mai. Das neue Tagebuch, das Killenschneider Kelly mir geschenkt hat, gefällt mir sehr gut. Ich bin beeindruckt, dass ich dieses Geschenk bekommen habe, wo ich doch derjenige war, der Kelly die Kehle durchschnitten hat. Ich werde jeden Tag hineinschreiben. 5. Juni. Es ist der 5. Juni. Die Zeit vergeht wie im Flug, wenn man Spaß hat. Segeln, plündern, terrorisieren und so weiter. 9. Juli. Verrückte Zeiten heute Abend. Die Mannschaft hat Charade zum Thema. Was ist deine peinlichste Guybrush-Geschichte um den großen Kessel gespielt? 1. August. Wir haben gerade den 19. Breitengrad überquert und um Bermuda zu terrorisieren, sind auf ein lästiges Zollschiff gestoßen, leicht zu überholen und mit Voodoo-Kanonenkugeln zu beschießen. Ich habe mich zurückgezogen und bin auf Deck gegangen, um noch ein paar Sternenkarten zu erstellen. Habe einen guten Blick auf den Rockkrug erhascht. 3. August, 30. November, sind an der Skull Bay angekommen und haben den Anker geworfen. Putra macht Macaroni mit Käse zum Abendessen. Ich habe mehr von unserer neuen Köchin erwartet. 4. Dezember, haben heute ein Postschiff angegriffen und versenkt. Was für ein Spaß. Das Meer war mit Fetzen von Weihnachtsgeschenkpapier bedeckt und es sah aus wie ein explodierender Clown. Das hat schöne Erinnerungen geweckt, aber ich habe den Namen des Clowns wohl vergessen. Notiz an mich selbst, mehr Gedächtnisübungen machen. 12. Dezember, ich probiere einen neuen Slogan aus. Brandschatzt die 7 Holzbeine. Dieser ist viel besser als mein letzter. 19. Dezember, das neue Hauptsegel sieht zu schön aus. Ich schicke jemanden hoch, um es zu zerreißen und zu zerfetzen, damit es böser wirkt. 20. Dezember, die neue Mannschaft fragt mich immer wieder, warum ich Guybrushs Report so sehr hasse. Bei Guybrush kann ich mich nicht auf eine Sache festlegen. Es ist eine endlose Liste von kleinen, nervigen Dingen mit ihm. Guybrush taucht immer dann in meinem Leben auf, wenn ich es am wenigsten erwarte. Ich bereue den Tag, an dem ich mich vor Jahren zum ersten Mal mit ihm angelegt habe, nachdem er die Hochzeit meiner wahren Liebe Elaine ruiniert hatte. 25. Dezember, ich habe beschlossen, mir zu Weihnachten einen neuen Slogan zuzulegen. Brandschatzt meine blasphemischen Bilgen. Ho, ho, ho. 5. Januar. Ich vergaß zu erwähnen, dass die Mannschaft am Tag nach unserer Ankunft in Skull Bay eine Geburtstagsparty für mich gab. Ich habe sie alle Kiel geholt. PS, der Kiel musste sowieso gereinigt werden. So, 9. Januar. Denke mehr darüber nach, warum ich Guybrush hasse.
Er scheint zu denken, dass wir Feinde sind, Todfeinde in einem ewigen Kampf. Die Wahrheit ist, dass er mir völlig egal ist. Das ist wie bei der Mücke, die denkt, dass wir Feinde sind, obwohl die Mücke nur ein lästiges Insekt ist, das man zerquetschen muss. 12. Januar, Iron Rose nannte meinen Slogan heute Morgen abgedroschen. Ich habe sie am Bugspriet festgemacht. Ich habe beschlossen, es mit bei meinem struppigen Bart zu versuchen. 1. Februar, ich hatte ein langes Gespräch mit Rose, während wir am Strand von Terra Island waren. Ich liebe diesen Ort, über brennende Leichen und Marshmallows grillten. Sie ist der Meinung, dass je mehr ich Guybrush als einfache Nervensäge abtue, desto offensichtlicher wird, dass er und ich wirklich Feinde sind. 2. Februar. Ich mache eine Liste mit allen Gründen, warum ich Guybrush Threepwood hasse. Erstens, dummer Name, wer nennt sein Kind Guybrush? Zweitens, hält sich für einen mächtigen Piraten, obwohl er keiner ist. Drittens, immer auf der Suche nach demselben Schatz wie ich. Viertens, hat mir Elaine gestohlen. Fünftens, er bekommt viel bessere Presse als ich. Sechstens, ist nur am Ruhm der Piraterie interessiert. Ich lasse meinen Worten Taten folgen, er redet nur. Und siebtens, mein Schiff ist viel besser als seins. 14. Februar, oh Elaine, nach all den Jahren, langen Jahren sehne ich mich immer noch nach der Wärme deiner Umarmung. Verdammter Guybrush, der Tag wird kommen und dein Ende ist vorhergesagt. 17. Februar, Ideen für einen neuen Slogan, Brandschatz, meine blasphemischen Entermesser. Ich bin mir noch nicht sicher, ich muss erst einmal darüber schlafen, bevor ich ihn einsetze. 9. März, die Möwen kreisen heute wieder über dem Schiff. Normalerweise wären riesige Ratten mit Flügeln mein Ding, aber sie versuchen, meinen morgendlichen Bücklinge zu stehlen und sie tünchen das Deck so sehr, dass keiner von uns auf den Beinen bleiben kann. Ich denke darüber nach, einen permanenten Sturm zu beschwören, um die verdammten Dinger in Schach zu halten. 12. März, das Schiff ist ein einziges Chaos. Ich führe einen neuen Pflichtbericht für Schrubber ein. 30. März, heute Nachmittag habe ich neue Bestrafungstechniken ausprobiert. Walfanghaken waren sehr effektiv, muss ein paar Mannschaftsmitglieder ersetzen. Erst im Nachhinein ist mir die Anregung von Rose eingefallen, den Schiffsarzt nicht als Testperson zu verwenden. Ich werde ihr ein paar extra Peitschenschläge verpassen, weil es mich hat vergessen lassen. 1. April, ich habe beschlossen, die Meere nicht mehr zu terrorisieren. Wenn wir im Hafen ankommen, werde ich mich um Wohltätigkeitsarbeit kümmern, meine Beuteausgaben und meine Opfer entschädigen. Ganz oben auf meiner Liste steht, mich bei Guybrush zu entschuldigen und ihn zu umarmen. April, April. Hahaha, ich lache mich kaputt. 9. April, ich habe beschlossen, meinen Slogan in Sweepwoods Fluch zu ändern. Kurz und knapp, gefällt mir. 10. April, das Problem mit dem neuen Slogan, man hörte den Namen Sweepwood zu oft. Ich gehe zurück zu dem, den ich am 17. hatte. 4. Mai, die Karte zum Geheimnis ist heute angekommen. Die Sicherheitsmaßnahmen scheinen nicht zu funktionieren, aber jetzt, wo sie hier auf Le Ship sind kann sie sowieso nicht in die falschen Hände geraten. Ich hätte Wally, meine persönliche Chiffrin, nicht benutzen lassen sollen, aber er wollte sie fester an mich binden. Ich werde mit dem wehleidigen kleinen Kartenmacher darüber reden, sobald ich das Geheimnis gefunden habe. 8. Mai, Jensi und Matt Flora haben Guybrush beim Abendessen erwähnt, musste Ersatzleute einstellen, vielleicht auf Mili, wo ich schon mal Voodoo-Vorräte aufstocke. Im Hafen von Mili angelegt, das Stadtvolk lässt sich von der Anwesenheit von The Ship überraschenderweise nicht beeindrucken. Ich vermisse die alten Zeiten, Notiz an mich selbst, beim nächsten Besuch ein paar Gebäude mit Kanonenfeuer zerstören. Und der 14. Mai, ich habe mir gerade eine super Beleidigung ausgedacht, ich lache mich kaputt. Und Guybrush in den Tod geschickt. Heute Abend wird gefeiert. Notiz an mich selbst, Elaine, mein Beileid aussprechen. Damit sind wir am Ende angelangt. Und er geht zurück zum Slogan vom 17. Das heißt, Brandschatzt meine blasphemischen Entermesser. Das wird dann vermutlich der Slogan sein. Können wir den Schleier jetzt nehmen? If I'm wrong about what that is, taking it would be a big mistake. If I'm right, it would be a bigger one. Okay, also den Slogan haben wir schon mal. Suchen wir mal nach Tentakeln. Die müssen ja irgendwo auf dem Meeresgrund sein. Hier war doch so ein Viech eigentlich. Das ist nicht mehr da, leider. Okay, da geht's auch nur. Ja, schauen wir nochmal bei Gollet vorbei. Was sagt er, wenn er uns sieht? Ach
Ach ja, und in der Kabine waren wir natürlich noch gar nicht. Hey. Hi. What are you? Ich bin natürlich du. Well, I'm you, obviously. Oh, wait, that doesn't make sense. If you're me, then who am I? Du bist natürlich ich. You're me, of course. Wouldn't I be over there in that case, and you'd be over here? Normally, except I'm the one stuck on the rudder. Oh, now you'd make my brain hurt. I'd like you to leave now. Hi. Go away. I've already got a headache. Okay, er hat schon Kopfschmerzen. Ja, lass uns doch mal gucken, dass wir da in den Raum noch mal reingehen. Den haben wir jetzt ganz vergessen. Vielleicht kommen wir ja auch jetzt an das Ei. Oder Tentakel. Tentakel brauchen wir eigentlich. So, das haben sie tatsächlich zugenagelt. Kriegen wir das ab? Nee. They boarded it shut. Aber wir haben eine Quizkarte, eine weitere. Ron Gilbert begann seine Arbeit bei Lucasfilm Games im Jahr. Wir hatten 89 gesagt, ist dann wahrscheinlich ein bisschen früher, 86 vielleicht. Nee, sogar noch früher. Muss dann 84 oder 85 gewesen sein. More importantly, is the taste of after chicken the same as the aftertaste of chicken? Die da hat ein Ei. I'll keep my distance. Mothers are more vicious defending their young. Was ist denn, wenn wir unsere Verkleidung jetzt hier einfach mal... I'd better not lose the disguise while I'm still on the ship. Okay, alles klar. Ja, das bringt halt nichts. Okay, hier kommen wir auch nicht weiter. Gut, Leute, dann beenden wir die Folge erstmal an dieser Stelle. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet zur nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal.